Sehr gut, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Kölle, die Replay Challenge Kalenderwoche 40 macht sich breit. Wir sind unterwegs mit Meisterjäger, fleißiger Einsender vom Clan Comic im Defender, Stufe 8 Premium Heavy der Russen. Wir haben ein absolutes Ungetüm. Schlägt die S3, meiner Meinung nach ein ganzes Stück. Hat mehr Alpha-Schaden, allerdings eine längere Reload-Zeit. Wir haben 440 Schaden bei 225 Durchschlag. Das ist relativ ähnlich zumindest, was den Durchschlag angeht. Auf Premium 265 Durchschlag und mit HE gibt es 530er Schellen bei 68 Durchschlag. Ansonsten haben wir eine grandiose Wanne, an der sehr viel hängen bleibt. Schaut euch an, wie schön die angeschrägt ist. Da wird es für viele Panzer mächtig schwer durchzukommen. Ein richtiges Ungetüm und im Grunde kein Wunder, dass sich jeder außer der liebe Weihnachtsmann fragt, wann das Ding endlich wieder in den Shop kommt. Wargaming sagt nicht so schnell, aber Wargaming will Geld verdienen, deswegen wird die irgendwann auf jeden Fall kommen. Wir sind im 6er, im 8er Gefecht mit 6er und 7er Unterstützung. Wir sind auf Siegfriedlinie und wir haben im Gegnerteam ebenfalls einen Defender. Zweimal Artillerie, das ist relativ viel. Relativ viel. Ein M6, okay. Abgeprallt. Gerade eben habe ich es noch gelobt. Aber der Uni steht da wirklich grandios. Allerdings mitten auf dem Feld. Grandios angewinkelt für uns. Für die Artillerie wird es ein bisschen leichter. D3485 hat keine Chance, da durchzukommen von der Seite. Wir prallen echt ab. Und er kommt mit Standardmunition bei uns durch. Also ich würde jetzt alles revidieren am liebsten. Abgeprallt. Noch kein Schaden bisher. Das ist nicht so gut. Da haben wir den gegnerischen Defender. Ob sich jetzt noch mal einer raustraut, ist natürlich die Sache. Es steht 0 zu 1. Also wenn wir am Tiger 2 abprallen, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Schade. Der war zu schnell. Auf der anderen Seite geht relativ wenig. Der 59-16 versucht da durchzukommen gegen den Super Pershing. TKP, Uni sind noch auf der freien Fläche, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Platz machen. Also mit 6ern und 7er Panzern in einem 8er Gefecht sind so eine Sache. Eigentlich ziemlich unfair. Da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Der ist genauso gut gepanzert wie du. Und Gabo 85 natürlich absolut chancenlos. Brauchen wir uns nichts vormachen. Jetzt gibt's was. Das kann ja wohl nicht sein. Immer noch abgeprallt. Stimmt denn hier nicht? Kennt es gezogen? Das Reparaturkit wird nicht gezogen. Denn wir sind noch nicht komplett nachgeladen. Immer noch kein Schaden. 855 Schaden geblockt, 917 Schaden haben wir gescoutet. Es steht 2 zu 4. Jetzt müssen wir langsam mal austeilen. M6 mit HE. Ein Schaden. Sehr gut. Das war grandios. M6 wieder mit einer HE-Kanone. Ohne Schaden. Wir stecken zwar jede Menge ein. Der Gegner kann nicht so richtig Schaden machen. Wir haben 2170 Schaden geblockt bisher. Aber. Okay, M6 ist raus. Unser erster Schaden, beziehungsweise unser zweiter Schaden. Oh, wir haben nicht nachgeladen, verdammte Axt. Der trifft wahrscheinlich. Ja, aber kommt nicht durch. Zu 5, der Gegner überrollt uns zwar nicht, aber wir sind hier, sagen wir mal, nicht unbedingt. Auf dem Präsentierteller sind wir nicht, aber wir sind hier nicht so gut drauf. Wir nehmen mal oben durch die Form. Jawohl, UI kriegt da
eine Schelle in den Turm hinein. 425 Schaden Ammonie. Und die ist raus. Eine Kanone weniger. Genauso macht man das. IKV 65. Schnell, 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 bevor er nochmal trifft. Okay. 3210 Schaden haben wir geblockt. 1257 Schaden haben wir gemacht. Mit dem Tiger muss jemand anders klarkommen. Erstmal wichtiger hier, dass wir den Panda rausnehmen. Rammen, wenn es geht. Der hat normalerweise ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Natürlich kommt er genau in dem Moment durch. Genau durch die Unterwanne. Wir haben noch den Tiger auf der rechten Seite. Der weiß mit Sicherheit auch, wo er hinschießen muss. Wir sind leicht angewinkelt, anwinkeln. Jawohl, sehr schön. Wunderbar, durchs Kettenrad. Artillerie schießt auf uns. Nimmt uns ein bisschen was weg. Die KV läuft gleich über die Mitte. Dürfte direkt auf uns treffen. Wegrahmen. Bam. Sehr schön. Kill Nummer 5, 2910 Schaden, 3690 Schaden geblockt, 1388 Schaden aufgeklärt. Da kommt der GW Panther nochmal. Und da haben wir die andere Artillerie. Einmal löschen, erledigt. Im Gegnerteam noch ein Defender am Leben und die beiden Artis. Lana hat es ja ausgespielt. 2910 Schaden gemacht. Beim Defender werden die wahrscheinlich recht wenig Unterstützung brauchen. Das wird gleich der Löwe und die Artillerie erledigen. Im direkten 1:1 dürfte der Löwe allerdings wenig Chancen haben. Aber vom Defender ist nicht mehr viel übrig. Der ist ein One-Shot für den Löwen, wenn er richtig trifft. Das heißt Unterwanne. Und das heißt auch wirklich nur Unterwanne. Okay. Der Löwe nimmt den Defender direkt raus. Wir haben noch eine Artillerie übrig. Ich gehe davon aus, dass sich der P43 oder der T3485M den letzten Munitionsverteiler da hinten irgendwo schnappt. Auch wenn wir ein Stückchen näher dran sind, sind die trotzdem schneller unten auf der 1er-2er-Linie irgendwo, dürfte sie stehen. Also grandios runtergespielt, es sah am Anfang nicht so aus, als würde da besonders viel gehen. Wir haben noch 113 HP übrig. Also wenn es die Artie nochmal treffen sollte, was ist das? Eine Deutsche nehme ich an. Ja, ein GW Panther. Dann könnten wir da noch ein bisschen einbüßen. Da drüben steht sie. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir von der noch was abkriegen. Schön langsam einzählen. Und klick. Sehr schön. Kill Nummer 6. Wir haben unseren Krieger bekommen. 3270 Schaden gemacht. 3690 geblockt. Und 1388 Schaden. Haben wir aufgeklärt. Schauen wir uns mal an, was das Papier hier hinten dazu sagt. Nur ein 1er. Okay, zu viel 6er, zu viel 7er Panzer. Topgun haben wir bekommen, ein High-Kaliber haben wir bekommen, eine Stahlwand und ein Cool-Headed. Wir haben hier jede Menge was dazu. Wir haben einen hübschen 1er. 1369 Basics-P sind nur für einen 1er genug. Der wird nämlich tatsächlich sehr gern gefahren und auch sehr gut gefahren. Und dementsprechend muss man da noch etwas mehr leisten, wenn man ein M haben möchte. Kannst vielleicht kurz dazu schreiben, was du da verbaut hast, was du geskillt hast und ob du bereits ein M drauf hast. Würde mich interessieren. Ich gehe mal davon aus, ich habe ja schon einige Videos von dir gesehen, dass du mit dem schweren Panzer richtig gut umgehen kannst. Also denke ich mal, dass da auf jeden Fall ein M vorhanden ist. So, wir haben 171.000 eingenommen. Das sind ein paar Reserven gelaufen und standardmäßig 114.000 eingenommen. 44.000 für Munition, 7.000 zum Reparieren und 6.000 für Konsumgüter, bleiben 112.000 netto übrig. Also wir können mit dem ebenfalls sehr gut Credits farmen. Wir haben 18 Schüsse abgefeuert, 14 haben getroffen, 9 unterschlagen. Wir haben 360 Schaden über 300 Meter gemacht. Ist in einem, ja, das war wahrscheinlich der letzte da, der GW Panther, wenn mich nicht alles täuscht. Der Rest alles mehr oder weniger im mittleren und Nahkampfbereich. Keine 2 Kilometer gefahren. Und insgesamt ein richtig geiles Spiel abgeliefert, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wisst genau Bescheid. Fleißig draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich, würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.